Wir von The Green Door helfen den Menschen, sich zu öffnen. Sich von ihren Ängsten zu befreien und ihrer Einsamkeit ein Ende zu machen. Es ist heute wichtiger denn je, Türen zu öffnen. Dahinter zu schauen und den Horizont zu erweitern. Ich bin jetzt seit 3 Monaten dabei. Ich muss sagen, das ist eine super Sache. Das hilft schon. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen unter dieser Blockade leiden. Von der Gesellschaft ausgeschlossen, ja sogar gemieden werden. Die Gesellschaft ignoriert das absolut. Also es wird belächelt. Ja, jetzt mal so, ich bin der Jan, bin 26. Ja, bei mir existiert das Problem auch schon mittlerweile seit über 15 Jahren. Und die Zahl der Betroffenen steigt jährlich um 1,9%. Bald haben wir eine Massenvereinsamung. Sie werden einfach alleine gelassen. Dadurch verlieren sie ihren Mut und vereinsamen immer mehr. Also ich heiße Angelina und ich bin jetzt noch nicht so lange mit dabei bei The Green Door. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht gleich beim ersten Mal geschafft. Ich kann nicht mehr! Die Nadine hat auch gesagt, das wäre nicht so, also es gibt viele, die es nicht beim ersten Mal schaffen, gleich. Wir müssen die Menschen ganz langsam an ihr Problem heranführen. Das kann Jahre dauern, bis sie Vertrauen haben. Und diese Zeit nehmen wir uns. Also, mittlerweile geht's. Weil ich habe jetzt auch einfach gelernt, dass ich nicht die Einzige bin. Bevor ich zu The Green Door gekommen bin, da war ich eigentlich gar kein ganzer Mensch. Ich will dann zu diesen Pizzamenschen gehen zum Beispiel, ja. Und normalerweise ist die Tür mal auf, aber jetzt ist sie zu. Und dann stehe ich da und habe Hunger. Ich meine richtig Hunger, ja, tierisch Hunger. Ja, und was machst du denn? Was machst du denn? Kannst du nichts machen. Tür ist zu, ja? Kommst du nicht rein. Wir geben diese Menschen nicht auf. Ja, mit Toiletten ist es besonders peinlich. Also gerade in öffentlichen Toiletten, ich komme ja nicht rein. Und wenn ich drin bin, komme ich nicht raus, ohne dass jemand anders halt da ist. Zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe. Okay. Es ist halt schon, man kommt sich selbst auch so komisch vor, wenn du vor der Tür stehst und die Leute gucken dich dann an, weil du hinter ihnen durch die Tür rennst und... Da ich das jetzt schon sehr lange habe, glaube ich, dass ich krank bin. Wir von The Green Door helfen den Menschen, die Angst haben, Türen zu öffnen. Die Therapeutin da, die ist auch super. Also... Hallo, ich bin Nadine. Ich bin eure Therapeutin. Ich freue mich, dass ihr heute Abend alle da seid. Hallo, ich bin die Elisabeth. Ihr braucht Hilfe. Ihr könnt mir vertrauen. Die hilft einem richtig. Die fängt einen auch wieder auf, wenn man mal wieder so... Ne? Ich teile euch jetzt ein paar Blätter aus, ein paar Stifte. Und ihr versucht, bitte eine Tür darauf zu malen. Muss ich trauen. Wir von The Green Door haben Therapien entwickelt, die den Betroffenen immer mehr ihr Leiden nimmt. Hab Vertrauen. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Weg. Elisabeth, wir fangen mit dir an. Ich möchte, dass du dich auf den Stuhl neben die Tür setzt. Es ist wichtig, in diesen armen, verschüchterten Menschen behutsam und vertrauensvoll umzugehen. Zur Tür. Geh doch zur Tür, ist doch nur eine Tür! Jetzt geh doch! Was machst du da? Geh doch! Mann, schaffst du hast gut reden. Wichtig ist die Nähe zu dem Problem. Dies ist eine besondere Arbeitsweise von The Green Door. So, ich möchte jetzt, dass ihr durch die Tür geht. Elisabeth, habt Vertrauen.
sehr gut. Sehr, sehr gut. Und geht durch. Ich schaffe 10 bis 15 Türen pro Monat. Das, aber ja, 16 sogar. Ja gut, 16 habe ich gezählt, aber es ist ja nur so ein Wert. Ne? Also daher. Übrigens, unsere Heilungschance beträgt 100%. Kommen Sie zu uns und geben Sie Ihrem Leben wieder eine Hoffnung. Ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut. Er war voller Mut, ein klein, ging allein in die weite Welt hinein, Stock und Hut.